Kia ist koreanisch und bedeutet so viel wie der Aufstieg Asiens. Und damals hatten die Namensgeber gar nicht zu viel versprochen. Anfangs belächelt oder gar beleidigt als Reisschüsseln, finden sie heute ihren Platz in der sogenannten Premium-Klasse. Neues Beispiel, das große SUV. Beim Autokauf spielt oft der Fetisch Marke eine erstaunliche Rolle. Diese Irrationalität lässt sich auch nicht durch Mehrheitserfahrung oder Testergebnisse aushebeln. Als der Kia Sorento 2002 auf den Markt kam, wurde er verspottet als M-Klasse für Arme. Hier und heute in der vierten Generation hat sich die Welt und das SUV dramatisch verändert. Der Koreaner bietet eine anständige Qualität, viel Platz, gute Verarbeitung und lange Garantie. Und trotzdem liegt der Kia beim Preis nach wie vor ziemlich weit unten. Der geht schon los ab 43.000 Euro. Das ist die Hälfte von Luxus-SUV, die auch nicht unbedingt besser aussehen als der hier. Also den mit den vier Ringen oder der blau-weißen Pizza mal so nebenbei. 43.000 Euro, dafür kriegt man je nach Ausstattung 5, 6, 7 Sitze da rein. Wenn 5 Personen im Auto sitzen oder hinten sogar 3 Kindersitze, ist dahinter immer noch Platz für fast 1.000 Liter Gepäck. Das ist echt unglaublich. Und natürlich bekommt man auf den Sorento mit allen möglichen Ausstattungsvarianten, die man sich nur vorstellen kann, elektronische Helferchen und Assistenzsysteme rauf und runter. Das ganze Programm retten kann man mit dem Auto auch. Es spricht sogar zurück. Erkennbar ist die aktuelle Version am neuen Logo. Der Kühlergrill zeigt sich in Form der Kia-typischen Tigernase und ist breiter und ausladender als beim Vorgänger. Im Profil wirkt der neue Sorento insgesamt länger und schnittiger als sein Vorgänger. Das liegt auch am längeren Radstand und den kürzeren Karosserieüberhängen. Der Sorento ist 4,81 Meter lang, 1,90 Meter breit und 1,70 Meter hoch und hat gegenüber der dritten Generation jeweils um einen Zentimeter zugelegt. Durch die neue Plattform ist aber der Radstand um 35 mm deutlich gewachsen. Zudem wurde die A-Säule gegenüber der Vorderachse um 30 mm zurückgesetzt. Das Resultat ist eine längere Motorhaube und eine insgesamt weiter hinten positionierte Fahrgastzelle. Geländetauglich ist er natürlich auch. Beide Hybridvarianten werden mit Allradantrieb ausgeliefert. Unser Plug-in-Hybrid-Testwagen hat einen 1,6 Liter Turbobenziner unter der Haube und liefert mit elektrischer Unterstützung eine Systemleistung von 265 PS. Er braucht 8,7 Sekunden bis 100 und schafft maximal 193 Spitze. Dieser Plug-in-Hybrid ist übrigens die Top-Motorisierung. Wird er nur elektrisch gefahren, schafft er laut Kia knapp 70 Kilometer. Im Alltagsbetrieb waren es bei uns immerhin noch echte 50 Kilometer bei umsichtig vorausschauender Fahrweise. Innen überzeugt er mit guten Sitzen und einem umfangreichen Infotainment- und Assistenzangebot. An Bord sind die üblichen Helfer, vom sehr aktiven Totwinkelassistent bis hin zum Querverkehrswarner hinten inklusive Notbremsfunktionen. Zuladen kann er wirklich viel. Ohne Umbau schluckt er 898 Liter, wird umgeklappt, kann der Sorento dachhoch 2077 Liter Ladung mitnehmen. Das ist nur marginal weniger als bei den reinen Verbrennern. Und für mehr sind eher Umzugsfirmen zuständig. Die technischen Daten: 1,6 Liter Vierzylinder Benziner als Plug-in-Hybrid und als Hybrid bis zu 265 PS und bis zu 68 Kilometer elektrische, rein elektrische Reichweite. Das ist schon mal ein ordentliches Pfund. Und abgesehen davon der Diesel mit 2,2 Litern, ebenfalls knapp unter 200 PS. Die laufen fast alle knapp unter 200, was ausreichen sollte. Man muss ja mit so einer Panzerblase nicht unbedingt mit 250 über die Autobahn jagen, auch wenn viele Luxus-SUV-Fahrer das glauben. Tut nicht Not. Und wenn man sich dann irgendwie ein bisschen zurückhält und 68 Kilometer rein elektrische Reichweite hat, dann langt das auch, um zur Arbeit zu kommen, selbst wenn man Pendler ist und von außerhalb der Stadt wieder reinfährt. Also für mich insgesamt die richtige Wahl. Der Kia Sorento, familientauglich, vernünftiges Auto zum ordentlichen Preis mit jeder Ausstattung, die man sich wünschen kann. Geht einfach mal zum Händler, guckt euch das an, lasst euch beraten, was da alles in Frage kommt und dann entscheidet ihr euch. Für Traditionalisten gibt es weiterhin den Diesel 2,2 CRDI mit Doppelkupplung, auch als einfachen Fronttriebler mit angegebenen 5,6 Liter Verbrauch.
Kia gewährt 7 Jahre echte Garantie auch auf die Antriebsbatterie der elektrifizierten. Und der neue Sorento ist ein ausgezeichnetes Auto. Was hier meint, er hat im SUV-Segment schon reichlich Preise, Auszeichnungen und erste Plätze gesammelt. Gut platziert ist er wegen seiner puren Größe natürlich auch in der amorphen Feindbildwolke der Autohasser.